Warte, ich mach noch einen Köder. Ja. Achso, na, ich glaube, wenn ich zur Insel schwimme, dann kommt er sowieso zu dir. Ah, ich weiß es nicht. Wollen wir beide zur Insel oder Wäre es nicht besser? Weil ich will jetzt ja, nicht schon. Die hier so, weißt du? Ja, ja, deswegen. Warte mal, wir können was ernten. Hier. Fette Melone. So. Wäre, glaube ich, ein bisschen spannender. Definitiv. So, dann schmeiße ich den Köder einfach mal rein. Ah, ich muss aber irgendwas trinken. Dann trink, bevor ich werfe. Ah. Huch, hallo. Wie er so schüchtern nach oben gerade geguckt hat. Und süß. Was süß. Jetzt mal guck ich nach unten. Darf ich? Ja, noch. Bums. Da kommt daher sehr schön. Wollen wir schon alles mit einsammeln hier auf dem Weg? Nice. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Palmenblätter. Meine Axt ist kaputt. Huch. Dein Ernst? Die ist da vorhin schon kaputt gegangen. Ich habe vergessen, eine neue zu bauen. Warte mal, ich brauche 3 Planken und 2 Steine. Steine kriegen wir hier unten her. Und außerdem hast du noch ein paar, glaube ich. Ich brauche Seile. Seile habe ich. So, ich mache mir jetzt eine Axt. Jawohl, dann hab du die. Nehmen wir ein bisschen hacken hier. Genau im Riesenspalt gerade. Nicht runter auf rutschen. Wie denn hier hochgekommen? Ach hier. Wie Ninja, leise. Palmsamen, geil. Oh ja, nice. Passt ja perfekt. Wir brauchen noch ein Scharnier, dann können wir so ein Dings bauen. Aha. Aha. Aber höher komme ich nicht. Oh, hier oben ist eine Kiste. Oder? Oder? Doch, doch, doch. Da ist eine Kiste? Ja. Wie geil. Oder war viel drin? Ein Scharnier? Nein, leider nicht. Scheiße. Ich hab noch Platz. Wie schlimm das aussieht. Oh, wie der Mond aufgeht. Oh, das sieht hübsch aus. Ja, ne? Was ist das hier? Oh, eine Ananas. Die nehmen wir mal mit. Hübsch. Oh, shit. Blumen brauchen wir, glaube ich, vielleicht gar nicht, ne? Erstmal nicht, das können wir dann später, wenn wir was anmalen wollen, weißt du? Für Farbe. Ah ja, stimmt, so war das. Das ist das Einzige, wo ich weiß, dass Blumen wichtig sind. Ja. Das Plastik sehr gut. Okay, was brauchten wir? Lehm, ne? Stimmt, viel Ziegel. Das ist eine richtige Unterwasserhöhle. Cool. War leider gar nicht so viel drin. So, alle Bäume gefällt? Nice. Oh shit, ich hab Durst. Ich muss zurück zum Floß mal fix. Hast du keine Ananas oder so gesammelt? Oder eine Palme? Ja, ich bin blöd, ja. Ich bin auch blöd. Natürlich habe ich das.
Haufenweise davon sogar. Wie war das auch geklärt? Erstmal ein paar Mangos snacken. Ja, Mann. Weil ich Mangos gar nicht so lecker finde. Oh, ich liebe Mangos. Ja. Ich mag Ananas. Ananas ist auch geil. Allgemein, ja, ich mag Früchte halt sehr gerne. Ja, ich mag auch Obst und Früchte so mehr als Gemüse irgendwie. Ich mag Gemüse und Früchte gleich viel, aber es ist halt, kommt drauf an, im Sommer, wenn du Früchte hast, weißt du, so richtig. Ich würde Früchte vor allem immer Süßigkeiten vorziehen. Ja. Und das sowieso. Beeren mag ich. Beeren mag ich sehr. Ich habe jetzt gerade voll Bock auf so einen Obstteller. Ich habe auch heute überlegt im Rewe, ob ich noch wieder so einen Früchtemix hole, so schon geschnitten ist. Mhm. Dachte ich mir so, nee. Zu gesund. Kennt mein Körper nicht mehr. Kriegt sonst einen allergischen Schock. Serbisch, weil ich Vitamine gegessen habe. Ich esse zum Frühstück gerne Müsli mit frisch geschnittenen Apfelstückchen und Bananen und Mango. Oh ja, das klingt lecker. Richtig geil. Oh, ich ertrinke. Doch. Kann man auch mal nebenbei machen. Was haben wir denn? Jetzt habe ich Lehm, Ton und Sand. Sehr gut. Noch mehr Ton. Hm. Oh. Entschuldigung, ich hör auf. Mach weiter. Nee. Der war schlecht. Ist okay, ich bin's gewohnt. Deine Zuschauer sind sich auch an dein schlechtes Dasein gewöhnt. Das kriegen wir hin. Geil. Alter, die Melone bringt richtig viel Essen. Ich ertrinke schon wieder. Danke für die Erinnerung. Ist ja nicht so, als dass die Figuren komische Geräusche machen beim Ertrinken. Ja, bei mir, ich war schon kurz davor schon wieder. Es gab doch so eine Taucherausrüstung, oder? Ja, genau, irgendwie so eine Flasche und so Flossen. Muss mal gucken, was man dafür braucht. Alter, hier geht's so tief runter. Ja. Im echten Leben würde ich niemals so einfach hier draußen rumschwimmen. Wirklich, also vor Wasser habe ich auch, also vor so Tiefen, vor so Tiefsee und so, diese Dunkelheit. Ja, ja. Ich habe da so krassen Respekt vor, ey. Also eigentlich schon Angst, kann man sagen. Ja. Dieses Erdrückende, man fühlt, also wenn ich so Dokus gucke oder so, und über die Tiefsee und man alles wirklich stockduster um dich rum. Das ist ekelhaft. Du kannst wirklich mit dem Licht noch gerade so irgendwas erkennen, irgendwelche so Fusseln, die im Sand schwimmen, im Wasser. Hm. Boah, Alter, nee. Und was da auch für Kreaturen unten, das weiß man ja halt nicht. Ne? Ist ja auch so krass. Ja. Irgendwie jetzt erstmal 5% irgendwie der Weltmeere wurden ja gerade mal irgendwie erforscht oder so. Würde mich nicht wundern, wenn da irgendwas komisches lebt, ey. Messi is real. Ja. Ja, hol Luft, Junge. Blub, 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 blub. Klingt das bei dir auch so komisch, so dieses, wenn die kurz vorm Ertrinken ist? Nee, bei mir macht er so. Und dann ja, okay. Ja, bei mir auch. Bloß halt in höherer Stimmlage wahrscheinlich. Ja. Das klingt bei ihr schon fast wie was anderes. Da steht jemand auf, Auf Flaschen. Was? Auf Flaschen. Dann bin ich der Richtige. Was? Ja, du bist eine edle Flasche. Ja. Edle Korn. Mhm. Sag mal, Fräulein. Gibt's hier noch keinen Korn? Alter! Junge! Lass mich. Bock, ja? Wo ist eigentlich unser Boot? Auf der anderen Seite, oder? Warte, der Anker bleibt, ne? Der verbraucht sich nicht, oder? erst wenn wir ihn aufheben, glaube ich. Ja, so war mir das nämlich auch. Da hinten ist es okay, alles gut. Oh nice, okay, perfekt.
Das hätte jetzt noch gefehlt, ey. Ah, hätte ich schon zugetraut. Ja. Ich kenne unser Glück. Ich sag nur, wenn ich sehe, wie es am Anfang lief. Ja, wir mussten gleich Zeichen am Anfang setzen, damit jeder weiß, okay, auf das lasse ich mich hier ein. Damit auch jeder abschaltet. Professionelle Spiele. Oh, Sonnenaufgang. Ich liebe Sonnenaufgang. Magst du eigentlich mehr Sonne oder Sonnenaufgang? Oder du magst mehr Sonnenuntergang? Weg mit der Sonne. Alles zu hell. Ich liebe Sonnenaufgänge. Ja, ich mag Sonnenuntergänge auch sehr, aber Sonnenaufgang hat nochmal was von jetzt beginnt ein neuer Tag, weißt du? So, du hast einen Tag wieder überstanden, die ganze Scheiße hinter dir gelassen, jetzt kommt neue Scheiße auf dich zu. Nacht, wenn eine neue Nacht losgeht. Weil du schlafen kannst? Nee, weil die Sonne dann weg ist. Ich bin kein Sonnenmensch. Auch gar kein Sommermensch. Generell, also. Ich liebe Sommer. Es gibt komplettes Wintervieh. Ja. Bist ja auch so ein Vieh. Oh, Horst. Ich hätte vielleicht Alter, nicht zum Boot gehen sollen. Horst hat uns nicht einmal angegriffen, ne? Ich wollte gerade sagen, der hätte uns in der Zeit so das Boot wegfressen können. Nee, aber wir waren halt nicht da, deswegen hat es nicht getriggert, glaube ich. Oh, das wär mal praktisch, wenn es so wäre. Huch. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ja auch alles gut abgegrast. Komm auch mal zum Boot. Ich verhungere gleich. Wir haben hier noch genug zu essen in den Truhen. Toni, pack die Fische aus! Es wird schon wieder, siehst du, ey, komm schon mal gegen zur Sonne, da ist mir ja, Augenkrebs. Alter, Mann! Nicht getroffen. Piep. Lol. Meinte ich. Kinderfreundlich. Werbefreundlich vor allem. Wenn es soweit ist, sage ich's dir. Die Zeit ist leider vorbei. Ich erfülle die Voraussetzungen nicht mehr. Als YouTube damals noch gut war. Ja. Was war das halt? Das waren Zeiten. Hey! Ich glaub's nicht! Ulrike! Es reicht! Ulrike? Ja. Hier ist jetzt Ulrike. Okay, Ulrike und Horst. Ja. Oh, irgendwas stimmt mit mir nicht? Ah ja, ich brauche Futter. Guck mal, hey, so ein Vieh. Hupsi ist gut. Du willst auch was? Na komm her. Fein. So. Okay, wollen wir den Anker lösen? Ja. Löst den Anker. Hopp. Hey! Eureka! Okay, wollen wir los, Kapitän. Führe uns zu Love Island. Da geht's lang. Warte mal. Wir passen das immer den Strom an. Immer den Hormon hinterher. Okay. Was machst du da? Der hat ein bisschen gedauert, ne? Der hat richtig gedauert. Ich hätte noch ein Speer auspacken müssen. Dann hätte ich glaube ich Ja, der hat gefehlt. Weißt du, dein Speer hat gefehlt. Das ist ein großer magischer Speer. Und der Hai in die Flucht schlägt. Na huch. Huch. Da war was. Da war die Möwe. Ah, okay, ist das so? Kiefer gesammelt. Das ist so spiep. Nö, völlig normal. Du Möwe, Ulrike, zwei sogar! Pfeil und Bogen wären es jetzt, ey, oder einfach eine Schrotflinte. Gibt's keinen Pfeil und Bogen? Doch schon. Aber irgendwie. Ich bin faul, die zu machen. Toller Mensch. Allerdings.
Ich hab auch ein bisschen Ton und sowas. Ja, perfekt. Alter, mach dir einen Handstand auf dem Schiff oder was, Horst? Handstand vor allem, Alter. Kopfstand, pendig. So. Ja, dann gib mal bitte alles Sand und Ton, was du hast, her. Ich hab nicht viel, weil du viel gedingst hast. Den ich mach auch Mist. Ja. Ich hab noch Plastik und Schrott und sowas. Nee, eigentlich brauchte ich nur Sand und Ton. So, jetzt haben wir 4 Stück davon. Platzieren wir hier mal zum Trocknen. Wie viel brauchen wir denn für den Ofen? Für die Schmelze brauchen wir noch genau 4 Trockenziegel, dann haben wir es nämlich. Geil! Wir brauchen eine Vogelscheuche. Ja, du bist ja eigentlich schon hier auf dem Schiff, aber irgendwie ist das nicht. Ah, Horst! Nein! Verdient, Karma! Hä? Ich hab gar nichts gemacht? Überleg mal, was du gerade gesagt hast. Oh Gott, das ist ganz schwierig. warte, was habe ich gemacht? Ich habe den... Achso, ja, die Vogelscheuche. Huch! Komm, der war gut. War der halt wirklich? Ey, da! Wascha, wenn du den Schock machst, dann scheiße ich schon runter hier. Das ist mein Boot. Ich kann auch aufhören, dir Essen zu machen. Nein, okay, war Spaß. Du bist eine gute Vogelscheuche. LOL. Das war was Nettes. Nee, geh weg. Ich glaube, ich habe eine Insel gesehen, ja. Ich will Abo zurück. Er war netter zu mir. Obwohl, nee, Abo war auf dich fixiert. Ja. Wahre Liebe gibt's halt nur zwischen Männern. Ich forever alone. Ich verstehe schon. Was wären die Männer denn ohne die Frauen? Glücklich? Ich glaube, da wäre ich glücklicher. Nee. Vielleicht in gewissen Hinsichten wären beide nicht glücklicher, aber sag mal. Sind wir auf Kurs? Ja. Nein. Was? Noch da noch, wenn es geht. Das sollte passen. Ja, weil die Strömung treibt uns immer noch weiter nach rechts. Die Ziegel gleich mal trocken hier. Wie lange dauert das denn? Ja. Wir können gar nicht mehr. Oh, ich nehme alles zurück. Wir können doch noch eine Menge lernen. Eine Feder bräuchten wir mal. Da müssen wir. Piep. Also, im Sinne von tot machen. Entschuldigung. Ich muss leise sein. Bring mich nicht zum Lachen. Das ist ein Fass. Das ist aber eine komische Insel. Die ist klein. Oh Gott, ich fahre hier mit meinem Kabel. Oh, das klang gerade wie so ein richtig fetter, langer Furz von dir, Alter. Hast du erst mal schön dir gegönnt gerade, ne? Was soll? Okay, du musst Überfallkommando machen und den Baum schnell fällen. Das war mein Stuhl, aber lass was mal. Hab ich das auch gesagt. Mhm. Wir müssen dann mal kurz eine kleine Aufnahmepause machen. Okay. Oh. Du Mascha, ich fand's richtig schön mit dir, ne? An der Stelle wollte ich mich dafür bedanken, für den ganzen Fisch und so.
Ich hoffe, du hast mir die Angel da gelassen. Nee. Und dann sehen wir uns schon wieder, ne? Vielleicht sollte ich. Ey, Möwe! Monika! Oh, sie ist tot! Ich hab Ulrike geerntet. Ah, ne, es war die Melone. Oh, ich hab Ananas hier. Du kannst gehen. Wieso kann man eigentlich nicht auf Inseln bauen? Ja, ne? Sag mal was. Das wäre richtig geil. Oh, ich hab Geflügelschenkel. Nice. Chicken Wings. Oh ja, Mann. So. Die ich nicht essen kann. Geil. Der war schuld. Schnauze. Ich bin stolz darauf, was ich hier mache. Ja. Ich kann auch keine Pimini essen. Moin. Das macht mich sad. Hello darkness, my old friend. Come to talk to you and... Sag mal, Horst meine ich, das macht man aber nicht. Horst, ich muss leise sein. Ich bin die ganze Zeit schon zu laut. Ich muss leise sein. Meine Fresse. Oh, ich bin mal schlafen gegangen. Gute Nacht. Exli. Hm. Oh, unsere Tondinger sind fertig. Das heißt, wir können jetzt eine Schmelze machen. Geil! Hallo, das ist mein old friend. Mein old friend! Entschuldigung. Ist okay. Ist gut. Guck mal. Fleisch. Menschenfleisch. Was? Was? Wir sind hier nicht bei The Forest. War eigentlich aus Herr der Ringe. Weißt du, nee, ich denke da immer an The Forest wegen Kannibalismus. Ach so, Leute, ja, stimmt. Da war ja was. Oder das ist ein Bötchen. Ein Bötchen? Bötchen sind toll. Ey! Sorry. Das war nicht ganz meine Absicht. Hoffe ich auch für dich und deine Gesundheit. Was? Was? Dieses dumme Wasser. Bedrohen Sie mich, Sir? Bitte? Bitte? So, wollen wir mal anfangen hier. Sehr krass, sieht das fast aus wie Hanf einfach. Naja, eigentlich nicht, aber... Das Hähnchenschenkel viel mal fertig bald hier, nimm mal das zweite. Da sind doch welche in der Kiste. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Eine Ananas kann ich noch rein. So, dann würde ich sagen, ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Ah ja, stimmt, da war ja was. Genau, und dann können wir gleich weitermachen. Jawohl. Okay, bis gleich. Tschüss. Bis gleich.